Die Frage, die sich viele Leute stellen, wann gibt es wieder die Bundesliga mit Zuschauern? Und da gibt es jetzt eine Antwort, zumindest für das Bundesland Sachsen, denn da soll es ab dem 1. September wieder möglich sein, quasi in Stadien Fußballspiele zu sehen. Allerdings, Freunde, bevor euch jetzt zu früh freut, erstmal wurde die Grenze aufgehoben. Es dürfen also mehr als 1000 Besucher zur Großveranstaltung kommen. Es gibt keine Obergrenze mehr. Allerdings wurde auch schon direkt gesagt, Leute, wir wollen jetzt keine vollen Stadien da haben. Aber es wird wahrscheinlich irgendwie so eine, das kann ich mir vorstellen, so eine Mischung geben, irgendwie, dass ein paar tausend Fenster rein dürfen, wie auch immer man das dann auslost oder verteilt und wie viele und so, das wird man alles noch klären. Aber zumindest könnte das dann gelten für RB Leipzig, ja, und natürlich auch für Dresden. Da hätte man zwei Mannschaften, für die das Ganze dann gelten würde schon mal, und vielleicht ziehen ja noch andere Bundesländer danach. Also ich bin auch ganz ehrlich, ich will auch keine vollen Stadien, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall finde ich das absolut falsche Signal, jetzt schon wieder die Stadien voll zu machen. Da haben wir direkt die nächsten Ausbruchsherde dann, das kann man schon die Uhr nachstellen. Muss man halt schauen, wie viele machen Sinn, ja, wie viele 1000, 2000, 3000 Fans, wann ist da die Grenze, wie macht man das auch mit der Anreise, weil es ja nicht nur das Stadion, da kannst du die Fans vielleicht verteilen, aber wie ist es mit den Eingängen der Anreise, wann kommen die so am besten zu unterschiedlichen Uhrzeiten, sodass man das alles ein bisschen timen kann. Also es wird noch sehr, sehr, sehr schwierig werden, wie man das dann Ganze löst, vielleicht über Apps, vielleicht über, ich weiß auch nicht genau, wird man auch vieles digital dann steuern müssen, damit eben, ja, sich im Stadion die Menschen relativ wenig begegnen. Und man soll natürlich auch nicht, das ist eigentlich auch nicht gewollt, dass man so rumschreit und rumsingt, und das macht man eigentlich im Stadion, aber das ist natürlich nachweislich schlecht für die Ansteckung, also steckt man sich leichter an, wenn man rumschreit, rumsingt. Außer man hat natürlich einen großen Abstand. Also das muss man ja alles dann noch lösen. Ja. Tendenziell, meine persönliche Meinung ist, wenn man Fans ins Stadion lässt, dann bitte nur mit einem guten Konzept, ja, und nicht allzu viele, sodass man es noch irgendwie steuern kann. Und dann muss man schauen, aber ja, also keine Ahnung. Es ist halt irgendwie auch so eine unglückliche Lösung, weil so, man könnte, es gibt auch viele Leute, die sagen, ja, entweder ganz oder gar nicht. So, lasst uns doch entweder komplett warten, bis wir halt die Impfstoffe haben und Corona besiegt wurde, hoffentlich nächstes Jahr, und dann lasst wir alle rein, anstatt jetzt irgendwie so einen Mischmasch zu machen und dann irgendwie nur so und so viele tausend und das war's dann. Keine Ahnung, was sagt ihr denn da? Was ist denn da eure Meinung, und findet ihr es richtig oder findet ihr es falsch, dass die Bundesliga, ja, oder zumindest mal in Sachsen dann wieder mit einigen Zuschauern starten kann? Was ist da eure Meinung? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin auf die Konzepte gespannt und ob man es wirklich macht und wie viele dann auch kommen dürfen. Eure Meinung, wie gesagt, in die Kommentare. Wir sehen später wieder, und denkt, hattet den Ball richtig flach.